Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Second Life. Ich habe mich jetzt mal auf andere Plattform, ist die gleiche Sim für die, wo wir vorhin waren, mit dieser Wüste, und habe mich jetzt auf eine andere Plattform da auf dieser Sim gemacht, in einer Höhe von 1485 Meter. Und hier ist es ganz interessant. Wir sehen hier so einen Taxi-Landspeeder und hier noch ein anderes Raumschiff, was auch immer. Vielleicht kann ich da mit der Kamera mal reingucken, ist unspektakulär. Gut, das ist der Punkt, wo ich angekommen bin gerade. Und ich habe auch schon in den Rules gelesen. Oh, da sind welche. Oh, weia, wollen die was von mir? Nö, ne? Spielen die Rollenspiel? Vielleicht sind wir zu weit weg. Wenn da jetzt Chat ist, dann würden die Rollenspiel spielen. Aber die machen eigentlich soweit gar nichts. Die Leutchen da. Ich will ja auch möglichst nicht stören, aber ich habe da mal in den Regeln, in den Rules mal reingeguckt. Da steht also, solange ich dieses OOC-Teil trage, ist es in Ordnung, wenn ich gucke. Ich soll nur keine laufenden Rollenspiele stören und ich darf keine Fahrzeuge und ähnliches benutzen. Also ansonsten ist es in Ordnung. Ach ja, diese Dinger kenne ich doch aus dem Film. Ja. Was ist das denn hier? Das war ein. Ah ja, das ist wohl so ein Lokal. Sowas wie Mos Eisley Raumhafen hier, vermute ich. Das sind keine Personen. Das sind nur. Das sieht man, dass da keine Schrift drüber ist. Das sind nur, ja, Figuren, um das Ganze ein bisschen zu gestalten hier. Mos Eisley Raumhafen oder eben was Vergleichbares. Na, ich gehe jetzt also nicht selber hier überall durch, sondern bin jetzt erstmal mit der Kamera hier so ein bisschen unterwegs. Weil das würde sonst unheimlich lange dauern, hier was zu finden, weil ich ja auch keine Fahrzeuge benutzen darf. Wir sind hier in so einer riesigen Stadt. Ja, wenn ich jetzt mal oben an den Himmel gucke, dann sehe ich da oben Verkehr. Ist halt eine Zukunftsstadt, ja, ist klar. Ist ja auch Star Wars. Was ist das denn? Ach ja, Roboter sind hier überall. Was haben wir hier? Das sieht aus wie so eine Werkstatt von diesen Schwebedingern. Aha. Ja. Was gibt's denn noch? Das sind die wieder. Ach, wir sind jetzt hier ganz am Anfang wieder, da wo wir gerade waren. Ach, da oben stehen wir doch, ne? Ja. Ja, dann gehe ich jetzt mal hier runter. Ich hoffe, die lassen mich da. Ich habe ja mein OOC-Tag an. Observer-Tag sagt man auch dazu. Und ich gehe jetzt mal einfach ganz doof an denen vorbei. So. Was kommt da angefahren? Ein Roboter gezogen, ne? Wie heißen die? Ritscher? Ich jogge mal in die Richtung, stehen Automaten. Hat ja doch irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit der Welt, in der wir jetzt gerade leben. Oh, hier sind aber viele Leute in der Nähe. Ich sehe jetzt hier schon mal fünf, immerhin. Da finden wohl Rollenspiele statt. Als Beste würde ich ja finden, wir würden jetzt irgendwo ein aktives Rollenspiel sehen. Oh, was gibt's denn hier? Kann man hier Roboter kaufen? Kampfroboter, sieht so aus. Ich gehe mit der Kamera mal rein. Wer hat denn da so gelacht? Ah ja. Lachst du? So, hä? Ja. Aber was ist denn hier? Dahinter. Noch wieder was. Ja. Naja, gut. Das ist sowas wie ein zukünftiger Roboter-Linienbus, nehme ich an. Okay. Was gibt's hier? Der verfolgt mich. Dieser Richard darf ich ja nicht benutzen als Beobachter. Ich meine, ich könnte mir das schon ganz interessant vorstellen, so ein Star Wars Rollenspiel zu machen. Ich habe übrigens auch irgendwo noch ein Avatar, also eine Ausrüstung für Darth Vader. Also mit Lichtschwert und alles. Und
Habe ich irgendwo. Ich glaube aber bei dem anderen Avatar. Ich habe ja noch einen anderen Account. Naja, hier gibt es Roboter. Kann man die da kaufen? Das hat einen Laden? Vermutlich, ne? Ob ich da mal rein kann, wenn da niemand drin ist. Alle 55, 40. Da fährt auch ein Roboter vorbei. Hier steht sowas wie ein kleiner R2D2. Ups, ich bin noch im Rennen. Aha. Oh, das hört sich nicht gesund an. Das hört sich böse an. Ach, das war die Tür. Okay. Open, ja, was gibt's denn hier? Oh, hier sind Leute in meiner Nähe. Oh ja. Hier sind Leute, da liegt jemand. Das ist ein Rollenspieler. Nightlegs. Okay. Das sieht aus wie eine Spielhalle hier oder sowas. Ach, wie heißen die noch mal? Die habe ich doch auch gesehen in den Filmen. Noch ein bisschen weiter, hoppla. Keine parkenden Autos anschrammen. Taxi Social Destinations. Aha. Taxi soziale Ziele. Da steht jemand. Dazzle Fox. Okay. Aha, oh. Aha. Na, das sind nur Attrappen. Ja, das ist immer so. Das ist vermutlich ja eine amerikanische Sim hier, wo amerikanische Rollenspiele sind. Und dann ist es mit den Uhrzeiten so. Na, wenn wir tief schlafende Nacht haben, dann ist hier mehr los. Dann sind hier auch Rollenspiele an allen Ecken und Enden. Dann ist hier richtig Leben. Na, obwohl man darf sich jetzt das nicht so vorstellen, dass das hier jetzt gerappelt voll wäre mit Hunderten und Tausenden von Menschen mit Gedränge. Das geht natürlich nicht. Dann bricht der Server zusammen. So bei 100 Leuten auf der ganzen Sim ist Feierabend, ja. Aber hier werden wahrscheinlich immer mal an allen möglichen Ecken und Enden Rollenspiele sein. Auch mal durchaus mit 10, 20 Leuten und in so einer Kneipe oder so, wenn da sowas abgehalten wird, das kann schon ganz toll sein. Also ich habe das ja im Gore mitgemacht, also ist schon prima. So, ich gehe mit der Kamera mal hinter die Wand hier. Vielleicht ist da was Interessantes zu sehen. Das sieht ganz interessant aus hier. Was ist denn das? Ah ja. Ach, da waren wir doch schon drin, oder? Das ist doch sowas wie Mos Eisley hier. Ja. Hier sind wir im Kreis gelaufen. Vermute ich. Fliegen kann ich hier nicht. Ja, da sind wir dran gewesen. Haben wir hier. Aha. Markt. Für Mampf. Was ist das? Apartments 3 und 4, click door below. Also, da kannst du hier eben auch Apartments mieten. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da hier reingucken kann. Da was zu sehen ist. Ah, guck mal, da kann man sehen, ne? Dieses ganze Ding ist nichts anderes als eine Kiste, die im Himmel schwebt. Ja. So, nochmal, wo bin ich? Oh, wer ist denn das? Lily Parker. Naja, und dann kann man hier quasi eine Karriere starten im Star Wars. Man kann zum Beispiel, so viel ich weiß, sagen, ich gehöre zum Imperium. Dann fängt man an als normale Sturmtruppensoldat. Da muss man auch wirklich
Befehle ausführen und Aufgaben entwickeln. Und dann kann man natürlich auch so eigene Ideen für Rollenspiele entwickeln und dann kann man da auch eben nachher weitere größere Sachen machen, bis hin zu einem, ja, wie so eine militärische Laufbahn eben. Oder man geht eben zu den Jedis und dann, ja, da hat man dann eben auch diese Ausstattung, die muss man sich besorgen mit Lichtschwertern und wenn man dann eben auf Leute von den Imperialen da trifft, dann muss man sich mit denen keilen und da gibt's also ganz ausgefeilte Sachen. Ich kenn's aus Goa, ist nie meine Welt gewesen, diese Rides. Ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit World of Warcraft. Da wird ja auch gekämpft mit allen möglichen Waffen. Und das geht hier natürlich auch, ne? Ja, was ist da noch? Ich habe da jetzt aber keine Apartments gefunden. Vielleicht haben sie die per Teleport woanders hingepackt. Aber es sieht eigentlich ganz prima aus. Hier ist ein bisschen niedrig die Decke. Ja, so kann man sich ja irgendwo im Bereich von Star Wars so einen Planeten vorstellen, wo so eine Stadt ist, dass das so in der Art aussieht. Klar, wieso nicht? Ja, naja. Haben wir diese Kiste jetzt aber eigentlich größtenteils schon mal so angeguckt. Da ist die Lily Parker schon wieder. Oder? Nee. Moment mal, wenn ich jetzt wieder den Punkt finden will, wo der Teleport ist, dann muss ich hier lang und dann da hinten, glaube ich, links. Denke ich mal. Tja, schade. Ich hätte jetzt doch ganz mich gefreut, hätten wir irgendwo ein paar Leute gefunden, die gerade im Rollenspiel sind. Nee, hier ist es nicht gewesen. Jo, jetzt finde ich den Weg nicht zurück. Das denn? Muss ich da irgendwas drücken? Kann ich da überhaupt rein? Oh. Security Code. 30 Sekunden Zeit, den einzugeben. Nö, ich hau lieber ab. Ja, ne, wenn man da nicht mit drin ist. Und das ist auch klar, wenn man hier mitspielen möchte, das geht nicht mal eben einfach so, sondern man muss sich da wirklich reinknien und lernen und die Gepflogenheiten und man muss Star Wars natürlich gut kennen und ja, dann wird es wahrscheinlich auch Star Wars Roleplay-Sims geben, die sich unheimlich genau an den Regeln von George Lucas Film halten. Und dann gibt es auch welche, die recht locker sehen, wo man quasi noch so Eigenes erfinden kann. Das ist so unterschiedlich, wie es gehandhabt wird, ne? Jetzt bin ich hier, die stehen hier immer noch. Was machen die denn? Ein Rollenspiel machen sie anscheinend nicht. Naja, ich bin OEC, ich latsch mal einfach ganz blöd dran vorbei. So. Jetzt bin ich wieder an dem Teleport. Ich gucke mal, ob der wieder funktioniert. Müsste ich wieder da in dieser Welcome-Kiste sein. Also erst anklicken und jetzt draufsetzen. Sollte funktionieren, ne? Ah ja, genau. Und jetzt bin ich hier wieder in dieser Welcome-Arena gelandet. Genau. Bin ich ordentlich von da wieder weg. Die haben hier, wie gesagt, auch noch andere Orte. Aber die Zeit ist auch um. Ich teleportiere mal mit der finalen Geierkralle nach Hause. Das sollte schnell funktionieren. Na komm. Und Ziel erreicht. So. Oh, ist schon wieder Dämmerlicht hier. Oder haben sie das geändert? Nein. Ein bisschen Windlights. So. Da habe ich noch Post gekriegt. Na, da antworte ich später. Was haben wir? Chat in der Nähe? Ach, das war nur dieser Teleport. Ja. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwar jetzt kein aktives Rollenspiel gesehen, also Roleplay gerade aktiv, aber ich hoffe, ihr habt so mal einen kleinen Einblick gekriegt. Also es gibt da ganz tolle Sachen. Es kann durchaus passieren, dass einem dann plötzlich 10 Sturmtruppen um die Ecke entgegenkommen mit Darth Vader, mit wehendem Umhang und mit diesem typischen Geräusch und alles. Also das ist schon richtig Wahnsinn. Also könnte man meinen, man steht wirklich bei George Lucas mitten im Film. Super klasse gemacht, einiges. Und auch nicht alles immer so düster. Ne? Und ja, dieses Gore-Rollenspiel muss man sich so ein bisschen wie so ein Mantel- und Degen-Film vorstellen. Ne? So
mit Schwertern und mit Rittern und Sklaven und Ketten, so ein bisschen so wie Quo Vadis, so vor 2000 Jahren, die Römerzeit, so zu der Zeit. Das ist eben Goa, und das spielt quasi auf einer Parallelerde, ne, die genau immer hinter der Sonne ist zur Erde, und das ist die Gegenerde, und die auch genauso ist wie die Erde, nur eben zu dieser Zeit spielt. Und da gibt es sogar auch ganz eigene Gesetze, und es macht einen Heidenspaß. Vor allen Dingen hat es einen kleinen Hauch von BDSM, weil es eben auch mit Sklaverei zu tun hat, ne? Aber ist gar nicht so anrüchig, wie eigentlich viele meinen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen auch demnächst mal einen Ausflug nach Gore, und da werde ich mich ein bisschen für vorbereiten, weil ich dann aktiv am Gore-Rollenspiel auch teilnehmen werde. Dann könnt ihr euch das mal angucken, und so möchte ich dann so ein paar einige Dinge noch sammeln, damit ihr sehen könnt, was gibt es alles für Möglichkeiten in Second Life, und vielleicht findet der eine oder andere was, sagt, ja, das ist was für mich. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüssi.